Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. Es ist so schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und auch für jeden, der neu hier mit dabei ist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich danke euch so sehr auch wieder für all die lieben Kommentare von gestern auch wieder. Diese Wertschätzung, die ihr mir gebt, eure Wärme, eure Herzlichkeit mir gegenüber. Wunderschön, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ja, es ist immer wieder ein ganz, ganz großer Prozess hier auch. Da möchte ich auch noch auf, was hier so aktuell auch immer wieder los ist, wenn es auch das Thema Wunschpartner betrifft. Und da möchte ich jetzt auch noch auf Kommentare eingehen. Und zwar waren auch die Fragen auch gewesen, ja, loslassen, was kann ich tun? Ne? Loslassen, der Ablöseprozess, also diese ganze Sache, was den Wunschpartner betrifft, im Allgemeinen muss nicht nur Wunschpartner sein, sind auch Themen aus der Vergangenheit. Ne? Dieses Auflösen, loslassen. Und da werde ich jetzt auch wieder Workshops anbieten. Die werden jetzt auch wieder kommen. Und da werdet ihr natürlich dann auch begleitet. Und ja, dann, ich werde es aber online stellen. Also ich werde dann auch in den Videos das auch mit erwähnen, wenn dann das Datum feststeht. Und auch werde es in die Community dann nochmal mit posten. Und du wirst dann auf jeden Fall davon rausgehen und dann sagen, wow, okay, alles klar. Hier kann es weitergehen. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ich weiß jetzt genau, was da wirklich auch los ist. Und wirst dann sagen, let's go. Und jetzt zum Thema Let's go. Was heißt zum Thema, zur Aussage, let's go. Wir let's go jetzt mal zu deinem Wunschpartner. Ihr seht jetzt deinem Gegenüber. Er liegt ja schon da, steht schon da. Und da ist jetzt auch die Frage, ja, was will er eigentlich von dir? Was will dein Gegenüber wirklich von dir? Was ist da? Und das ist eine ganz, ganz große Frage. Und wir schauen jetzt hier auch mal rein, was ihn dann auch so vielleicht beschäftigt. Ihr wisst ja, jede Legung ist immer ein Überraschungspaket, weil ich nicht sagen kann, welche Aussage jetzt hier genau kommt oder was jetzt genau das Thema jetzt anspricht. Und wir schauen jetzt hier genau mal rein. Und was will dein Gegenüber wirklich von dir? Was sind seine oder ihre Absichten? Und da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Wir gucken und sind alle ganz gespannt. Was er oder sie denn hier wirklich von dir will? Und da schauen wir mal, was wir hier noch haben. Aha. Wow. Ja, ich merke schon, ich weiß, ich quatsche hier wieder die ganze Zeit und gebe hier so immer so kurze Brocken hier mit rein und ihr wisst gar nicht, um was es geht. Ja, dann schauen wir doch auch mal hier noch weiter, was wir denn hier noch bekommen. Gut. So, meine Lieben, dann haben wir hier absolute Klarheit und gut, also, was will dein Gegenüber wirklich von dir? Hier, erstmal, was er will. Ja, er will keine Angst, nein. Es sind hier, er glaubt nicht wirklich daran. Er weiß es nicht, weil irgendwie fällt es ihm ein bisschen schwer. Ich meine, er ist im Allgemeinen ein ziemlich wankelmütiger Mensch. Ne? Also ich habe hier sehr viel Wankelmütigkeit da, hat hier auch immer mit anderen zu tun, dann sieht er, ah, da läuft was nicht oder das, das und das. Und dann auf der einen Seite, ja, geht er straight hier in deine Richtung und dann kommt irgendwas, bupp, schwenkt das Ganze hier wieder um. Was will er wirklich von dir? Er will hier selbst aus diesen Ängsten raus. Aus diesen Ängsten und aus diesen Zweifeln auch, ob das wirklich was richtig, was Richtiges ist, was Festes, was Ehrliches, was Echtes ist. Also er möchte hier diesen Glauben komplett, da möchte er raus, diesen Glauben, diesen Irrglauben auch, dass es vielleicht nichts werden kann, weil hier immer wieder hängt in der Enttäuschung fest. Der hängt in der Enttäuschung fest und
Ja, und die Enttäuschung ist aber auch das so ein Stück weit auch, was ich sehe, was aber von seiner Seite ausgegangen ist, weil er selbst von sich über enttäuscht ist. Ich habe hier die Enttäuschung, ja, vielleicht hat er einfach den Kontakt abgebrochen mit dir, ist in den Rückzug gegangen, hat dich enttäuscht und ist jetzt hier so dieses Problem mit sich selbst aus seiner eigenen Enttäuschung, was hat er oder sie getan? Warum? Ne? Weil er selber auch merkt hier falsche Reaktionen in deine Richtung, also ein Fehlverhalten in deine Richtung. Was dich sehr verletzt hat, ist aber auch das, weil er das auch nicht so wirklich zeigen wollte, dass er selbst mit der Situation, mit einem Problem nicht ganz zurechtkommt. Ne? Wir haben hier falsche Reaktionen, auch die Kälte in deine Richtung und das ist das, was ihn auch selbst blockiert hat und wo er ja, jetzt gerade aktuell ziemlich hart mit sich selbst hier auch ins Gericht geht. Dein Gegenüber möchte nämlich hier auf jeden Fall wieder an dich rankommen, also hier wieder in in diesen Bereich kommen, dieses Kontaktaufnahme, ne? Aber wie gesagt, hier die Aktivität sehe ich schon. Ich sehe die Aktivität deutlich hier mit liegen. Nur es ist auch so dieses, er hat diese Zweifel, weil er weiß, dass er dich sehr enttäuscht hat, er oder sie dich sehr enttäuscht hat und dir sehr viel Sorgen, sehr viel Tränen auch bereitet hat. Das weiß dein Gegenüber. Na? Und das ist das, wo er komplett immer wieder in den Rückzug geht, so dieses, oh mein Gott, was habe ich getan? Na, also er hat es schon selbst gemerkt. Man sieht aber hier, hat aber sehr starke Gefühle in deine Richtung. Also wirklich auch hier diese Wärme und das ist das, was ihm jetzt sehr stark wehtut, weil er schon auch merkt, was er jetzt eigentlich verloren hat. Und was er nicht mehr hat, weil ihm fehlt hier deine Wärme, deine Zuwendung, deine Zuneigung. Und diese Herzlichkeit und dieses, dass du für ihn da bist und was er wirklich auch hier will, also er spürt das alles, ne? Ist aber immer noch selbst so diese Ängste auch von dir hier richtig eine Abfuhr dann erteilt zu bekommen und dir auch nicht gerecht zu werden, weil das ist ein großes Thema für ihn, von ihm. Er möchte dir gegenüber gerecht werden und er möchte dir ja alles Glück der Welt bereiten, ne? Ist aber hier auch selbst weiß, dass er es komplett versemmelt hat, ne? Also, dass er selber hier den Bockmist geschossen hat, möchte aber hier wirklich, er weiß, dass du hier ihm gut tust, dass du zu seinem Glück bist. Und das weiß er. Also, ich habe hier nichts jetzt in dem Bereich liegen, er möchte nur eine Affäre oder hier nur Freundschaft oder irgendwas. Nein, hier schon in die Tiefe auch reingehen in das Ganze. Also, das sehe ich hier sehr, sehr stark, weil ich nämlich hier auch die feste Verbindung zwischen euch liegen habe, die feste Beziehung. Also ich möchte jetzt nicht sagen, hier gleich die Hochzeitsglocken läuten, aber so fest liegt es mir auf jeden Fall da. Ne? Also er spielt nämlich auch schon mit dem Gedanken, hier schon, was heißt, er spielt mit dem Gedanken, aber er hat sich auch, er hat es da zur Erkenntnis gekommen, er ist zur Erkenntnis gekommen, hier, was du ihm gibst, dass du die Frau, der Mann fürs Leben bist, fest an seiner oder ihrer Seite. Ne? Also da auch, dass er nicht abgeneigt davon ist, auch wirklich das Ganze so festzumachen, dass es hier wirklich auch zum Heiratsantrag kommen kann. Ne? Ich habe nämlich hier auch die Bewegung drin liegen, also das beschäftigt ihn sehr. Und er ist auch, sich auch sehr sicher, weil hier weiß er, er möchte dir alles geben und er möchte dieses Feste hier auch mit dir. Also ich habe hier so viel Bestätigung auch mit da liegen, aber wie gesagt, hier ruckelt es ziemlich gewaltig noch in diesem Bereich, weil dein Gegenüber selbst in der Verzweiflung ist und gemerkt hat oder merkt, was er getan hat. Na? Und das ist das große Problem hier an dem Ganzen. Macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Und ich denke mal, der ein oder andere hier in seinem Umfeld hat ihm vielleicht auch hier ein bisschen auch den Kopf gewaschen. Sag mal, bist du bescheuert? Na? Und ja, das ein Stück weit zum Aufwachen hat es ihn gebracht. Aber auf der anderen Seite, dieses Wankelmütige, was dein Gegenüber hier auch mit hat, ist dann auch wieder, der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann, ja, Kurswechsel. Na? Das haben wir hier liegen. Aber hier sehe ich wirklich die Bewegung, die hier mit reinkommt. Und hier wird sich auch definitiv was tun. Also, was tun? Wir haben jetzt gefragt, was will dein Gegenüber von dir? Er will hier auf jeden Fall hier was Festes. Er will eine feste Lebenspartnerschaft mit dir. Das ist das, wo er hin möchte. Aber noch einfach zu sehr mit sich jetzt hier aktuell ins Gericht geht.
Und was heißt zu sehr? Es ist ja auch gut, weil er weiß, was er dir angetan hat, ne? Und da ist einfach so, dass diese Ängste einfach noch auch von dir diese Abfuhr zu bekommen, vor allem auch diese Erkenntnis, Scheiße, was habe ich getan? Ne? Wie habe ich ihr oder ihm wehgetan? Und da ist die Erkenntnis sehr, sehr stark, die ich hier liegen habe. Wir schauen jetzt nochmal, ob wir noch mehr Klärung bekommen, beziehungsweise wir werden sie auf jeden Fall bekommen. Aber da schauen wir jetzt hier nochmal mit rein. Und mal gucken, was ich euch mitgeben kann, was hier noch gesagt werden möchte. Na? Also da schaut es ja schon mal richtig gut aus, dass hier auch wirklich was weitergeht. Und wir schauen jetzt hier auch mal weiter. Na? Also, was ich dir jetzt auf jeden Fall von seiner Seite aus. Also, wir haben hier schon, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ins Gericht gegangen. Ne? Also dieses Gericht, was wir ja auch mit haben, haben wir, seht ihr die Karte, genau. Wir haben dieses Gericht ja auch wieder mit dabei. Also es heißt Gericht Gerechtigkeit. Und hier, er möchte hier oder sie möchte hier klug handeln, kluge Entscheidungen treffen, Fairness wandeln lassen, weil er weiß, dass er nicht fair dir gegenüber gewesen ist. Und wenn wir jetzt fragen hier, wie es dann auch weitergeht, ne, dann ist hier schon, da war schon ein bisschen auch diese Lüge auch in deine Richtung mit dabei, ne? Diese Ungerechtigkeit, Lüge, möchte aber jetzt schon mit sich selbst in die Wahrheit gehen, hat der Wahrheit ins Auge gesehen und ist jetzt gerade am Abwägen von den Entscheidungen. Ne? Also er möchte dieses dir gegenüber gerecht werden und hier auch komplett in die Verantwortung gehen, in die Verantwortung, was er getan hat, was er oder sie getan hat. Und das scheint hier schon ein ganz, ganz großes Thema für ihn zu sein, weil er weiß, was er hier für Mist auch gebaut hat. Und ja, also da würde ich mal sagen, dein Gegenüber ist da so zu sehr starken Erkenntnissen gekommen, ne? Ja, dann ist es auch, haben wir hier noch, da ist so, er oder sie war selbst, so diese Temperamentsausbrüche, die ich hier noch mitsehe, ne? Und so dieser Abenteurer, also hier diese sehr viel Energie, abenteuerlustig und heute hier, morgen da und dieses Schnelle auch, ne? Und da ist es aber auch so, dass dein Gegenüber schon weiß, was hier gewesen ist, weil er teilweise auch nicht zu bremsen gewesen ist. Wenn er eine Entscheidung getroffen hat, war er nicht zu bremsen gewesen. Und sei es hier ohne Rücksicht auf Verluste. Na? Aber zur Erkenntnis ist dein Gegenüber jetzt hier auch gekommen. Und da sage ich mal, könnte es jetzt aber auch stürmisch schon weitergehen, aber stürmisch im positiven Sinne hier in deine Richtung, weil ich es sehe, wenn dein Gegenüber wieder auf dich zukommt, so wie es hier darlegt, was er möchte, dann möchte es auch schnell. Also da ist auch keine Geduld mehr da, wenn dann möchte. Er möchte alles, er möchte dich komplett. Ne? Also ohne jetzt hier noch irgendwie, da zögere ich jetzt noch und da warten wir jetzt hier nochmal und dann schauen wir da nochmal nach. Und da wird hier nochmal hin und her überlegt. Also da kommt dann schon richtig auch so dieses dann gegenüber wird dann auch hier im positiven Sinne komplett hier in die Vollen auch gehen. Ne? Und hier haben wir jetzt noch mit dazu vom Endergebnis aus von dem Ganzen, wir haben die Dankbarkeit. Ne? Also hier auch, dass sich da eine Gemeinschaft zwischen euch wieder bildet und dass hier schon die Zufriedenheit angezeigt wird. Also dieses in die Unbeschwertheit möchte dein Gegenüber mit dir auch kommen und ja, möchte auch dieses diese Einsamkeit eben auch verlassen und diese dankbar auch sein. In die Dankbarkeit kommen, mit dir wieder zusammen das Ganze zu erreichen. Also hier ist wirklich, er möchte das Positive, er möchte hier dieses Unbeschwerte mit dir erreichen. Ne? Er möchte das Unbeschwerte mit dir erreichen und wie ihr selber seht, hier in die Leichtigkeit kommen und in Schwung in das Ganze reinbringen und hier in dieses Gemeinschaftliche auch. Ne? Also hier nicht mehr irgendwie dieses Eingeengte da zurückhalten und dort, sondern einfach hier in diesen Flow einfach kommen. Und das schaut auch schon mal wunderschön aus. Also da sage ich, sind wirklich auch positive
Aussichten hier mit dabei und geht aber auch sehr, sehr stark mit sich hier selbst auch mit ins Gericht, was ich hier eben, wie gesagt, auch sehe. Ne? Also, meine Lieben, da schaut es doch schon mal ganz, ganz gut aus. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Ich weiß, was so mit dem Kartenzusammenschieben mir beschäftigt. Ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaft schönen restlichen Tag, einen wunderschönen Abend. Genießt euch, genießt euer Sein und ja, schaut aber bitte auch immer auf euch, ne? Und ich weiß, ihr werdet den richtigen Weg für euch gehen, ihr werdet die richtige Entscheidung treffen. Und hier sage ich ganz ehrlich auch für euch, die Gerechtigkeit wird hier auf jeden Fall siegen. Na? Und hier wird sich was tun, ob du deinem Gegenüber dann auch wieder möchtest. Ob du sagst, okay, ich kann das ja alles vergessen, ist in Ordnung, ne? Bekommen wir hin. Das liegt ganz, ganz frei bei dir. Entscheide bitte immer für dich. Und ob du auch sagst, okay, du kannst jetzt hier das Ganze ablegen, was gewesen ist, und kannst jetzt hier nach vorne weiter starten, oder ob du selber für dich sagst, hey, da hängt noch immer was in meinen Gedanken, was immer im Hinterkopf, was ich noch behalte. Und aber du wirst die Entscheidung treffen und du wirst auch die richtige Entscheidung für dich treffen, weil ich habe das Glück in seiner, auf seiner Seite liegen. Er möchte das Glück hier mit dir, aber du wirst auch für dein Glück entscheiden. Also, meine Lieben, fühlt euch ganz, ganz fest umarmt und vielen, vielen Dank für euer Sein. Tschüss!